Nun sind diese Demonstrationen, über die Sie vorhin schon mal gesprochen haben, wie wir jetzt ja wieder sehen und hören, nicht immer gewaltfrei verlaufen. Da ist geprügelt worden. Haben Sie sich damit auseinandergesetzt? Haben Sie da eine Haltung dazu entwickelt? Haben Sie drüber gesprochen? Ja, natürlich wurde drüber gesprochen. Ich finde aber, dass das irgendwie ein bisschen ich würde jetzt mal sagen, es wurde unglaublich konservativ, konventionell drüber geredet. Es wurde nämlich drüber geredet, ist man mutig genug oder nicht. Und das ist wahrscheinlich eine ziemlich männliche Perspektive. Ich war nicht besonders mutig. Jedenfalls auf dieser Ebene bin ich, mit was körperliche Gewalt anbetrifft, bin ich nicht besonders mutig. Und das war dann eigentlich häufig mein Problem. Warum bin ich so ängstlich? Warum schaffe ich das nicht? Und ich denke, dass sehr viele sich mit diesem Problem rumgeschlagen haben. Aber das heißt auch, dass es ganz offensichtlich einen Konsens gab, dass es okay ist, dass man zurückschlägt. Und da habe ich jetzt häufig drüber nachgedacht. Also wir haben ja nie gewonnen. Ja, wir haben ja keine einzige Schlacht gewonnen. Nie haben wir gegen die Polizei gewonnen. Trotzdem sind wir nach diesen Auseinandersetzungen immer total enthusiastisch und high zurückgekommen und hatten den Eindruck, wow, den haben wir es gegeben. Ja. Und die Frage ist, wem haben wir es eigentlich gegeben? War das wirklich der gleichaltrige Revierpolizist? Oder sind das nicht ganz andere Chimären gewesen, gegen die wir jetzt mal endlich zurückgeschlagen haben und denen wir es mal gezeigt haben, dass sie es mit uns nicht endlos machen können, sondern dass wir uns zusammenschließen und irgendwie, ja, mucken, aufmucken und auch jemand sind und uns nicht klein machen lassen. Ich nehme an, dass solche Fantasien eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben. Das würde auch erklären, warum das hinterher so einen rituellen Charakter gekriegt hat. Also hinterher war ich ja bald jedes Wochenende auf einer Demo. Ich meine, jeder Pups in der Welt, da mussten wir ja auf die Straße rennen und irgendwie dagegen sein, ja. Manchmal wusste ich gar nicht richtig, gegen was bin ich jetzt eigentlich? Was ist es jetzt? Chile, Palästinenser? Was ist es eigentlich? Es war nur, es geht wieder los. Und das war, glaube ich, um sich dieses Gefühl wieder zu holen. Ja? Also, ihr kriegt uns nicht klein mehr. Wir wehren uns. Jetzt sind wir zusammen. Und das sind sicherlich nicht die Polizisten gewesen. Ja? Das war sicherlich noch ganz viel anderes. Ja? Das Blöde ist, dass man es so nicht klein kriegt. Ja? Und dass man dann irgendwie die Schraube an der Schraube dreht und denkt, es muss mehr werden und so weiter. Ja.